Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Sartor Dubio und zur dritten Reihe unseres Tutorials und heute mit dem Rettungsdienst. Wir haben Feuerwehr und Polizei schon soweit gemacht, zumindest die normale Polizeiwache. Wir sind hier immer noch in Kardenberg und wollen heute auf den Rettungsdienst eingehen. Was da wieder für Unterschiede gibt, werde ich euch wieder in diesem Video zeigen. Also wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch wissen würdet oder was euch so einfällt, wo Fragen sind. Schreibt es von unten rein, würde ich mich sehr darüber freuen. Und da kann ich auch in einem neuen Video mehr drauf eingehen, euch es besser erklären. Wir bauen wieder ein neues Gebäude. Wie das geht, haben wir jetzt schon gelernt. Fangt bei der Folge 1 an mit der Feuerwehr, da baut das Ganze auf. Und dann wisst ihr auch, wenn ich hier was überspringe oder schneller mache, um was es da geht. Denn ich erkläre jeden einzelnen Schritt, den ich hier mache, damit ihr auch mehr Spaß im Spiel habt, leichter reinkommt. Ja, das sind so die Gründe oder Beweggründe, warum ich das mache. Auch um es euch etwas leichter zu machen. Rettungsdienst. Ganz im Groben. Wir haben eine Rettungswache, wir haben eine Kleinwache, wie bei Feuerwehr und Polizei auch. Wir haben die Rettungsschule. Wir haben zu jedem, was wir bauen können, auch eine Schule. Ein Krankenhaus kommt damit dazu. Rettungshubschrauberstation, eine SEG. Und das war es auch schon. Reicht, glaube ich, auch. Was ist wichtig für den Anfang? Eine Rettungswache. Wieder empfehle ich euch, baut eine Kleinwache. Jetzt gucken wir, wo es uns gefällt. Wo können wir hier eine Rettungswache hinbauen? Ich würde sagen, die bauen wir hier auf die August-Jung-Straße. Die bauen wir hier vorne hin. Das sieht ganz gut aus für eine Rettungswache. Wie nennen wir sie? Wir nennen sie Rettungswache Kardenberg. So, auf der August Jung, auf dem August Jung Weg 4 in Wuppertal. Die bauen wir. Der ist etwas teurer. 100.000 fürs Bauen, 25 Coins für die Kleinwache. Und die Großwache kostet 200.000 oder 35 Coins. Also machen wir erstmal wieder eine Kleinwache, zumal ich auch keine 200.000 gerade auf Tasche habe. Die bauen wir jetzt einmal. So, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ach Mensch, ihr wollt es aber gerne umbenennen. Geht einfach hier drauf, Rettungswache, so und so, könnt ihr eingeben, könnt ihr alles ändern. Könnt ihr wie folgt wieder eintragen, wir wollen es dabei bleiben. Wir können so eine Leitstelle zuordnen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ihr baut eine Leitstelle. Zeige ich euch im nächsten Video. Könnt das zuordnen. Sind die nicht zugeordnet, werden sie auch nicht berücksichtigt. Dann können wir noch ein Gebäudebild machen. Ich glaube, das ist dann in den. Ja, das wollen wir nicht. Wenn ihr jetzt ein Bild habt, das ihr da einfügen könnt, könnt ihr das da gerne mitmachen. Fahrzeuge. Haben wir unseren RTW. Wir gehen das mal jetzt hier auf. Speichern brauchen wir nicht, weil wir haben ja nicht bearbeitet. Wir gehen wieder auf die Rettungswache in Kardenberg. Jetzt haben wir ja einen RTW. Was macht ein RTW? Ganz kurz, RTW Rettungswagen. Sollte, glaube ich, so allen geläufig sein. Was macht der? Der Rettungswagen ist rein zum Transporter. Ohne einen Rettungswagen geht nichts. Auch wenn er einen Notarzt benötigt, ein Rettungswagen muss immer vor Ort sein. Also, nehmen wir erstmal wieder um. Das ist die Rettungswache in Kardenberg mit dem RTW und der erste seiner Art. Speichern wir. Brauchen wir zwei Leute auf dem RTW. Nehmen wir die Lina und den Stefan. Und schon könnt ihr mit dem Rettungswagen loslegen. Seht ihr, hier in Kardenberg haben wir uns was Kleines aufgebaut. Wir haben jetzt die Rettungswache, wir haben die Feuerwehr und die Polizeiwache. Alles haben wir genauso aufgebaut. Die Leute zugeordnet. Was machen wir auf der Rettungswache jetzt noch? Wir gehen jetzt noch auf Personalzuweisung. Quatsch, das wollte ich nicht. Wir gehen jetzt auf die Rettungswache. Neue Leute werben. Wieder 3 Tage. Kann ja weiterlaufen, ist kostenlos. Jetzt habt ihr verschiedene Fahrzeuge. Darauf gehe ich später nochmal ein. Erstmal jetzt die Gebäude. Es gibt genügend Fahrzeuge, die ihr dazu kaufen könnt. Auf die Rettungswache. Ihr könnt sie ganz normal wieder ausbauen, wieder vergrößern lassen, das wisst ihr ja bereits. Auf dem Fahrzeug mal gucken. Es gibt ein RTW, ein NEF, ein KTW, KDOW LNA, KDOW Orgel, GRTW, NRW.
Was alles ist, machen wir später. Wann es benötigt, machen wir genauso später. Kommt ein separates Video zu den Fahrzeugen mit. Wieder pro Wache. Einfach, damit wir das Video nicht so lange machen und damit ihr euch genau das angucken könnt, was ihr braucht und nicht lange vorspulen müsst. Das ist der Hintergrund, warum wir das so machen. Jetzt gibt es ja aber auch noch eine Rettungsschule. Gehen wir darauf. Rettungsschule haben wir so benannt. Zeigt euch gleich, wie ihr die bauen könnt, genau wie die anderen Gebäude. Jetzt gibt es hier Notarztausbildung, LNA, Orgel, SEG, SEG, GW SAN, GW Wasserrettung, GW Taucher. So. Notarztausbildung braucht ihr für das NEF. NEF ist ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, bloß ganz kurz angekratzt, und ein NRW, Notarzt-Einsatzwagen. LNA ist für den KDOW, also für den Kommandowagen, LNA, Leiter Notarzt. Organisatorische Leiter, Ausbildung, 11 Tage. SEG, schnelle Einsatzgruppe, Einsatzleitung, GW SAN. Die Wasserrettung und Taucher erklärt sich, glaube ich, von selbst. Hier wieder bestehender Unterricht. Ihr könnt auch hier weitere Klassenräume hinzufügen. Ihr habt ja bereits einen, aber kostet halt auch 400.000 Credits. Ist eine ganze Stange Geld. Dafür arbeitet man lange. Aber das soll ja auch das Spiel ein bisschen interessanter machen, damit man nicht gleich zum Anfang alles hat, sondern demzufolge auch ein bisschen länger braucht. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch anhand der Feuerwehr gezeigt, mit den Lehrgängen starten. Also wenn, dann schaut da nochmal rein, wenn da nochmal Fragen sind. Es ist bei jedem gleich. Und das war so erstmal jetzt soweit zur Rettungswache. Denn viel mehr ist an sich für das Gebäude nicht zu erklären. Es gibt natürlich dann auch noch Rettungshubschrauberstation, kostet 50 Coins. Oder ihr braucht auch zum Teil den Dienstgrad, was ich euch vorhin sagte mit dem Level-System. Hier unten braucht ihr 10 Millionen, also ist für den Anfang überhaupt nicht interessant. Gibt's aber. Die SEG habe ich auch noch nicht. Die könnte ich schon bauen, kostet 100.000 Credits. Können wir mal in einem anderen Video machen, wenn ich es denn habe, mache ich darüber auf jeden Fall noch ein Video dazu. Was noch interessant ist für euch, was zum Rettungsdienst auf jeden Fall dazu gehört, ist das Krankenhaus. Das habe ich einfach jetzt St. Peter Stift genannt, weil es im Wuppertal steht, habe ich es auch Wuppertal genannt. Ich habe es im Verband freigegeben, erkläre ich auch nochmal später dazu. Wir haben derzeit zwei Patienten, die Jessica und den Thomas. Wie kriegt der Patient in das Krankenhaus? Ganz einfach, ihr fahrt zum Einsatzort mit einem RTW und einem NEF. Nimmt mit dem Rettungswagen, also dem RTW, den Patient auf und dann wird ein Sprechwunsch erzeugt. Der muss irgendwo hingefahren werden. Also könnt ihr euch hier euer Krankenhaus aussuchen, wo ihr hinfahren wollt. Dauert eine Stunde, danach werden sie entlassen. Ihr könnt sie auch jederzeit für ein Coin entlassen. Ist aber Quatsch, wartet einfach, bis wieder frei ist und gut. Könnt es auch ausbauen. Einmal so und einmal hier oben. Erst nach der Stufe, habe ich schon auf Stufe 9 ausgebaut, bis Stufe 20. Das heißt, schaltet mehr Betten frei, können mehr Patienten aufnehmen. Auf Stufe 9 kann ich derzeit 19 Patienten aufnehmen. Bei Ausbauten gibt es verschiedene Abteilungen. Verschiedene Einsätze brauchen aber manchmal verschiedene Abteilungen. Grundlegend braucht am Anfang die allgemeine Innere und die allgemeine Chirurgie. Danach kommt das Nachfolgende. Ich habe auch noch nicht alles freigeschalten, da war erstmal das Wichtigste genommen. Eine Unfallchirurgie, allgemeine Innere, bis Gynäkologie. Und wenn ihr im Verband seid, schaut einfach drauf, hat euer Teammate vielleicht schon ein eigenes Krankenhaus, was hat der ausgebaut, wollt ihr euer eigenes bauen, baut das aus, was er noch nicht hat, weil es kostet jedes Mal 70.000 Credits. Und wenn ihr genug Geld habt, baut es von mir aus voll aus, aber für den Anfang baut so aus, was er noch nicht hat. Ist ganz einfach. Wie könnt ihr jetzt ein Krankenhaus bauen? Wie jedes andere Gebäude auch. Gebäudetyp, Krankenhaus. Suchen wir aus. Wieder Marke verschieben, Namen benennen. 200.000 Credits kostet oder 35 Coins. Ihr könnt es auch als Verbandsgebäude bauen. Könnt ihr derzeit machen für 200.000 Credits. Die erspielt ihr, wenn ihr zusammenspielt. Und allgemein wird immer in die Verbandskasse. Könnt ihr dann später auch auswählen, wie viel ihr einzahlen wollt pro Einsatz. Das kommt aber nochmal ein extra Video, das dann direkt um den ganzen Verband dreht. Das war es von mir erstmal zum Rettungsdienst. Für den Anfang, wichtig ist für den Anfang, ihr braucht einfach nur ein RTW, Leute hinzufügen, die neuen Leute werben. Das ist grundlegend für
Egal was ihr macht, immer gleich neue Leute werben. Für 3 Tage. Es kostet euch nichts. Und wenn ihr mal eine Woche nicht da seid, habt ihr auf jeden Fall 3 neue Leute. Wenn ihr immer nur einen Tag macht, habt ihr auch den Zugzwang, jeden Tag reinzukommen und neue Leute zu werben. Das Spiel kostet auch etwas Zeit. Heißt nicht, dass ihr es immer machen müsst und irgendwann habt ihr hier 80, 90 oder 100 neue Leute angeworben und ihr braucht die gar nicht. Ihr könnt die auch später verschieben. Das zeige ich auch kurz mit. Wir gehen jetzt hier auf die Rettungswache. Neue Leute werben. Personal übernehmen. Wichtig, wenn du Personal übernimmst, kann dies nicht rückgängig gemacht werden. Derzeit kann ich, glaube ich, noch 10, genau, verschiebbare 10, kann aber auch 10 weitere verschieben lassen für 7 Coins, 20 für 12 und 50 für 4. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf die Rettungswache in Wuppertal. Gut, die sitzen auf der Orgel, oder die haben die Ausbildung hier unten gebunden an. Wenn ihr nicht steht bei gebunden an, könnt ihr die auswählen. Ich sehe auch, was die für Lehrgänge schon haben. Und könnt ihr rüberschieben. Beispielsweise, ihr baut jetzt eine Rettungswache, habt jetzt ein NEF und braucht einen Notarzt dazu. Braucht eine Ausbildung. Geht jetzt hier auf Sascha H. als Beispiel, schiebt den rüber und könnt automatisch euer NEF besetzen mit einem Mitarbeiter, der eine Notarztausbildung hat. Wie ihr die Ausbildung machen könnt, habe ich gezeigt, zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Ihr geht in die Rettungsschule, geht auf Notarzt 7 Tage, und können dann hier, zack, da hinzufügen. Das Grüne heißt, so und so viele habt ihr schon oder haben bereits auf der Wache eine Ausbildung abgeschlossen zum Notarzt. Das sind hier 5, 3, 1, 8 und so weiter. Und hier sind dann komplett gesamte Angestellte. Wie viel habt ihr? Es müssen nicht alle jede Ausbildung haben. Je nachdem, was ihr bauen wollt, was ihr habt, macht das so, wie ihr das braucht und so, wie ihr das wünscht. Der Lehrgang zum Start kostet nichts, nur das Abschließen, Überspringen, bezahlt ihr wieder mit Coins. Ansonsten sind die Lehrgänge auch alle kostenlos. Würde ich sagen, das war es auch erstmal zur Rettungswache und zum Krankenhaus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier findet, ob es zu schnell ist, ob es zu langsam ist, ob ihr sagt, okay, geh dazu näher mal ein. Und ganz wichtig, schaut ab Folge 1 ab der Feuerwache, denn die Tutorials bauen aufeinander auf. In diesem Sinne, das war's von mir, euch noch einen schönen Tag, euer Sergeant Dubio.